Herzlich willkommen zu einer weiteren Runde Phasmophobia. Heute bin ich allein in der Tanglewood Street und versuche, unser liebes Geistel zu identifizieren. So, und ich mache jetzt als erstes mal das Briefing. Also, das liebe Geistel mag Fotos von sich, Bewegungssensoren und Salz. Sein Name ist Christopher Smith und es ist ein Alleinegeist. Die Aufgaben könnte ich vielleicht sogar alle schaffen. Also die Möglichkeit bestellt. So. Dann wollen wir mal auf zum Geistel. Hallo Geistel. Hallo Christopher. Ich komme mal in dein Haus rein, wenn das genehm ist. Guten Tag. So. So. So, noch drüben. Ja, 13 Grad, aber ich bräuchte 12. Das Ritchie Board. Sehr schön. Hat es gezählt, das Wischwort? Ja, sehr gut. Where are you? Okay. B. A. S. E. Basement. Boah, okay. Warum muss es ein Kellergeist sein? Die mag ich nicht. Kellergeistus. Ach, na gut, dann ist es eben ein Kellergeistus. Und ja. Natürlich ist es... hallo Knochi. Okay. Hast du gezählt? Ja. Ich würde sagen, wir machen hier erstmal das Licht an. So. Und dann holen wir Items. Guten, guten Items. Die dürfen natürlich nicht fehlen. Gerade wenn es ein Kellergeistel ist. So. Jetzt wollen wir auch mal schauen, wie viel Sanity ich jetzt noch habe vom Ritchie Board. 18. Ja, komm. Komm, wir haben es ja an Tabletten, da kann ich mal eine nehmen. Taschenlampe nehme ich mal mit. Und Kamera. So. Vielleicht haben wir ja wieder einen Orpelfahrer. Wäre auch ganz nett. Was ist natürlich blöd wäre, wenn er jetzt anfängt zu handeln, wo ich keine Taschenlampe da habe, um es zu merken. So. Ich stelle es mal hier hin. Das Buch kommt hier mittig hin. Und Blaulicht. Ja gut. Da gibt es halt nicht so viele Anzeichen im Keller. Die Tür gibt es halt nur. Scheint aber kein Grabscher zu sein, weil er hat gerade geflackert und das Licht, also der Lichtschalter ist... Ja. Ich lasse die Taschenlampe aber auch auf jeden Fall mal unten. So. Dann geht's mal an die nächsten Items. Da hole ich mir jetzt das EMF-Gerät und die Box. Und ich hoffe, ja, aber doch, der Bug müsste weg sein, der letztens mal da war. Weil das Ritchie-Board ja gerade funktioniert hatte. Dann dürfte der Bug eigentlich nicht da sein.
So. Ja, Salz und Bewegungshemmung hole ich dann gleich. Haben wir denn einen Orpel? Ja, ist noch zu hell, um was zu erkennen. Ja, ich hätte Licht ausmachen sollen. Ja, wäre vielleicht schlau gewesen. Naja, macht ja nichts. Schlüssel kann ich gerade mal mitnehmen, falls das Auto anmacht, was er wahrscheinlich eh nicht machen wird, weil es ein Kellergeist ist und kein Garagengeist. Aber ja, schadet ja nicht. BMF kriege ich keins rein, okay. Kein EMF-Geiste. Are you here? Er hat away gesagt, okay. Away, away, the ghost is away. Haben wir schon mal ein Anzeichen, das ist schon mal gut. Haben wir einen Sprechgeist. Können wir gleich mal eintragen. Hier, Box. Ja, okay, es gibt jetzt halt noch richtig viele, die sprechen könnten. Ich nehme jetzt gleich mal Bewegungssensor und Salz mit. Da habe ich schon mal die Aufgaben erledigt. Und ja. Ach, da ist ein Orpel. Hier, der fliegt da rum, der Orpel. Haben wir hier den Orb. Dann könnte es ein Poltergeist, ein Djinn oder eine Mare sein. Okay, was brauchen wir denn da? Entweder Temperaturen, EMF oder Grabscher. Okay. Das kriegen wir hin, eins davon zu finden. Hoffe ich zumindest mal. Hallo, lieber Geisti, ich bin zurück. Ja. Und jetzt müssen wir halt noch mal gucken, haben wir vielleicht einen Krabscher? Nein, geht zumindest nicht. Oben auch nicht. Sonst ist es halt echt blöd, dass hier keinerlei Möglichkeiten sind. EMF. Ja, gut. EMF hat halt gar keinen Ausschlag momentan. Temperaturen, die wird man sehen. Also ich glaube nicht, dass es unter Null ist, sonst hätten wir schon längst Gefrieratem. Und hier ist er durchgelaufen. War gerade irgendwie ein komisches Geräusch. Ist er hier auch durchgelaufen, aber der macht keinen Ausschlag. Jetzt hat er halt wirklich den Lichtschalter angefasst. Ach, okay, ja. Jetzt hat er auch einen Abdruck gemacht. Hier. Monsieur Grabscher. Fingerabdrücke, Poltergeist. Jetzt brauche ich noch ein Foto von dir, liebes Geistu. Show yourself. Please show yourself. Where are you? Show yourself. Where are you? Christopher.
Show yourself. Show yourself. Ist er hier? Nee, oder? Oh, schade. Show yourself. Where are you? Give me a sign. Show yourself. Show yourself. Ja, ich wollte, dass du dich zeigst. Show yourself. Where are you? Show yourself. Komm schon, zeig dich. Sei nicht schüchtern. Show yourself. Da ist die Wand. Show yourself. Show yourself. Show yourself. Show yourself. Show yourself. Show yourself. Ey, hör doch auf zu antworten und zeig dich einfach. Show yourself. 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 Boah, er hat halt echt keinen Bock. Where are you? Show yourself. Christopher. Der hieß Christopher, oder? Ich muss mal nochmal nachgucken gehen. Ich dachte, der hieß Christopher. Bin mir nicht ganz sicher. Regen. Und er hieß... Ja, Christopher Smith. Ich will doch mal ein Foto von dir, Christopher Smith. Ich habe jetzt eine schöne neue Einwegkamera mitgenommen und damit machen wir ein paar hübsche Bilder von dir, okay? Deal. Show yourself, Christopher Smith. Show yourself. Show yourself. Show yourself. Okay, du nervst. Show yourself. Christopher Smith. Show yourself. Christopher Smith. Christopher Smith, show yourself. Christopher Smith, show yourself. Und mach nicht einfach den Sicherungskasten aus, neben dem ich stehe. Das ist unhöflich. Ach, aber ich denke, der hat keine Lust. Ich meine, es bringt nichts, jetzt noch ewig rumzugammeln. Ich würde sagen, ich fotografiere die Tür einfach nochmal von beiden Seiten und vielleicht ist auf einer Seite irgendwo ein Fingerabdruck und dann... gehen wir. Ich hatte jetzt einfach nur keine Lust mehr, nochmal die Kamera, die Taschenlampe von unten zu holen. Deswegen habe ich einfach beide Seiten mal fotografiert. Und ist auf einer von den Seiten. Nein, die Tür war sauber. Okay. Ja, dann gibt es halt kein Geisterfoto. Der gute Christopher macht nicht mit. Naja, kann man nichts machen.
Aber sonst haben wir alles. Ich würde sagen, dann fahren wir ab. Das war doch eine schöne Runde. Tschüss, Christopher, wenn du dich nicht zeigen willst, bist du selber schuld. Dann gibt's halt kein Foto. Pech. Aber ich bin mir sicher, es ist ein Poltergeist, weil die Anzeichen halt da waren. Ja, Poltergeist, 190 Dollar und 80 XP. Passt doch. Naja, auf jeden Fall bedanke ich mich fürs Zuschauen und hoffe, ihr hattet Spaß. Und tschüss, bis zum nächsten Mal.